Viele Menschen unterschätzen diese Gefahr. Da wird dann am Handy rumgespielt oder noch mal schnell über die Gleise gerannt, um einen Zug zu erwischen. Das kann lebensgefährlich sein. Allein 117 Unfälle im Bahnbereich gab es letztes Jahr in Baden-Württemberg. Viele tödlich. Alexander Böttner und Jürgen Rose berichten. 7 Uhr morgens, Bahnhof Eschenau bei Heilbronn. So brav warten die Schüler selten am Bahnübergang. Sie stehen heute unter Beobachtung der Bundespolizei, weil sie gerne mal bei geschlossener Schranke über die Schienen rennen. Helena Höfner bringt ihre Tochter Hanna lieber gleich selbst zur Haltestelle. Sie will sichergehen, dass ihre Tochter an der Schranke wartet. Nachdem jetzt in letzter Zeit da öfters auch Sachen vorgefallen sind an der Schranke, ja, ist schon ein ungutes Gefühl. Ciao. Tschüss. Und das macht den Schulweg so gefährlich. Wenn Hanna an der Schranke wartet, bis sie wieder öffnet, kann es sein, dass ihr die Bahn vor der Nase wegfährt. Deshalb ignorieren viele den geschlossenen Bahnübergang. Wie vor ein paar Wochen. Ein älterer Mann läuft einfach auf die Schienen, übersieht die Bahn aus der anderen Richtung. Der rennt rüber und ich habe den Zug schon kommen hören. Also ich hatte das Fenster auf und höre einen Zug und denke, was macht der? Und den hat es dann quasi regelrecht von dem Sog oder Fahrtwind an die Schranke gedrückt. Also das war mehr wie knapp. So glimpflich endet es oft nicht. Im letzten Jahr wurden immer wieder Menschen in Baden-Württemberg vom Zug erfasst, standen zu nah am Gleis oder liefen auf den Schienen. Eine Trauerstätte am Freiburger Hauptbahnhof. Erinnerung an einen verstorbenen 16-Jährigen. Hier war er Anfang des Jahres mit Freunden unterwegs, nachts auf dem Weg zum Feiern. Eine Abkürzung über die Gleise. Es war eine Zeitersparnis von, ich sage jetzt mal, einer Minute, wenn überhaupt. Das Problem ist, dass sich Jugendliche in der Gruppe immer sicher fühlen, weil man eben denkt, der eine passt auf den anderen auf. Aber es ist natürlich eine trügerische Sicherheit. Und der Letzte wurde eben dann von einem Güterzug erfasst und auch tödlich verletzt. Die Bundespolizei auf Streife am Bahnhof. Aufklären über die Gefahren am Gleis. Viele Reisende sind viel zu nah an der Bahnsteigkante, ignorieren die weiße Sicherheitslinie. Sie sind da drüben hinter der weißen Linie gelaufen, direkt an der Bahnsteigkante. Ja. Was jetzt noch dazu kommt, Sie haben auch noch Kopfhörer getragen. Ja. Ne? Das ist ein Sicherheitsbereich. Ja. Es geht darum, dass vorbeifahrende Züge die Reisenden nicht irgendwie gefährden. Also ne? Nicht in dem Streifen. So ist es. Da stehen auch Kinder. Ja. Die sagen natürlich, wenn der ältere Mann oder der ältere Herr das kann, können wir das auch. Ne? Man spricht die an, erklärt ihnen das auch. Die nehmen das zur Kenntnis, aber großartig interessieren tut die das nicht. Dabei kommt so ein ICE mit Tempo 110 am Bahnhof an, bremst dann erst runter. Andere Züge fahren noch schneller durch den Bahnhof durch. Wie gefährlich das ist, haben die Polizisten schon oft erlebt. Der kam jetzt aber ordentlich rein, ne? Da hat eine Dame einen Kinderwagen abgestellt gehabt, viel zu nah an der Bahnsteigkante. Ist ein Güterzug durchgerauscht, auf gut Deutsch gesagt. Der Kinderwagen wurde mitgerissen und Gott sei Dank waren nur Einkäufe drin und Kleidung. Von dem Kinderwagen nicht mehr viel übrig. Auf der Wache kennen Sie alle solche Geschichten. Züge entwickeln eine regelrechte Sogwirkung im Bahnhof. Und die Lokführer müssten durchfahren, auch wenn der Bahnsteig gerade voller Menschen ist. Der Lokführer hat seinen Zeitplan. Er muss sich daran halten, der fährt da durch. Und gelegentlich, ich habe es selber schon erlebt, auf dem Triebfahrzeug werden da die Augen geschlossen. Echt? Also der denkt einfach mal über die Augen zu. Damit hoffentlich geht's gut. In manchen Bereichen ist man froh, wenn man durch ist. Und gelegentlich passiert doch dann ein Unglück. Selbst eine Vollbremsung bringe nicht viel. Der Bremsweg viel zu lang. Ein Auto mit Tempo 120 hat einen Bremsweg von etwa 140 Meter. Bei einer Bahn sind es um die 750 Meter. Und je nach Wetter, Gewicht und Tempo sind es auch schnell mal über 1000. Die Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Freiburg. Knapp 300 Züge sind hier Tag für Tag unterwegs. Zum Teil mit Tempo 200. Tote und Schwerverletzte. Immer wieder passiert was. Die Züge rasen hier mitten durch kleine Dörfer und Städte. Ich habe hier direkt auf die Gleise zugeguckt, wie jemand in Stücke gerissen wurde. Und es passiert leider immer wieder, immer wieder. Also hier sind in den letzten 10 Jahren meines Wissens nach 3 Jugendliche ums Leben gekommen. Weiter hinten, da ist ein aus der Grundschule ein Klassenkamerad mit dem Alter von 23, 24 ums Leben gekommen. Also hier gab es schon viele Tote.
unnötige. Auch Benno Heitzmann im 2 Kilometer entfernten Ringsheim hat schon viel erlebt an seiner Bahnstrecke. Er macht deshalb lieber einen Schritt beiseite, wenn ein Güterzug am schmalen Bahnsteig entlang rast. Oft treffen sich Jugendliche hier, laufen nachts über die Gleise, machen Mutproben und anderen Blödsinn. Die Kurve dahinter ist es halt sehr gefährlich, wenn man die Bahngleise überquert, zum Beispiel um zur Fahrkarteautomat zu kommen. Wenn man im Prinzip sagt, Mensch, ich hab's aber eilig, der Zug kommt gleich und ich will da nicht unten rumlaufen zweimal. Und es wird immer wieder gemacht. Den Fahrkartenautomaten gibt es nur auf einem Bahnsteig in einer Fahrtrichtung. Die Unterführung ist manchem zu weit und zu umständlich. Auch der kurze Weg zu einer einzigen Toilette führt über die Gleise. Lebensgefährlich bei dem hohen Tempo der vorbeirasenden Züge. Selbst wenn es noch 185 ist, ist es ein Tempo. Und den kriegt man dann nicht mit, bis er da ist. Also wenn jetzt in den nächsten paar Minuten zufälligerweise einer käme, würde sie nicht mitkriegen. Also den hören sie erst, wenn er jetzt, wie sie den sehen, vorher hören sie den nicht. Und dann ist es zu spät. 2 Kilometer südlich in Herbolzheim machen Anwohner mit uns den Koffertest. Der Fahrtwind reißt ihn um, selbst wenn ein relativ langsamer Güterzug vorbeifährt. Nur die Güterzüge sollen in ferner Zukunft außerhalb der Stadt unterwegs sein. Die schnellen ICEs aber bleiben und sollen sogar noch schneller werden. Das verstehen die Anwohner nicht. Vor allem, wenn man die Option hat, ne, dass man sie nach außen verlegen kann. Warum mittendurch und dann noch 2 Gleise dazu? Nicht nachvollziehbar. Eigentlich wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt zum Sagen, wenn schon, dann machen wir es jetzt richtig. Wenn nur ein Bahnverantwortlicher oder ein wichtiger Politiker hier im Ort leben würde, dann hätten wir dieses Problem nicht mehr, schimpfen die frustrierten Anwohner. Die Situation sei, wie sie ist, unverantwortlich. Das passt in keinster Weise zusammen. Ich meine, man hat ja auch nicht in den 50er Jahren gesagt, wir reißen auf einer Seite an den Bundesstraßen die Häuser ab und bauen eine Autobahn durch. Auf die Idee ist niemand gekommen, weil da hat noch der vernünftige Menschenverstand gegolten. Und heutzutage denkt man nicht mehr an solche Dinge. Bis 2040 wird die Rheintalstrecke mit Milliardenaufwand umgebaut. Hohe Wände sollen dann die Menschen vor den bis zu 250 km/h schnellen Zügen schützen. Bis dahin will die Bahn mit solchen Filmen alle Leichtsinnigen warnen.